Nee. Gut, dann stellt die nächste Frage Ulle Schaufs, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Frau Ministerin, ich habe eine Frage zu dem Kompromiss Paragraph 219a, den Sie mit der Koalition hier eingebracht haben. In dem Zusammenhang ist von einer Studie von 5 Millionen für das Gesundheitsministerium die Rede gewesen. Das ist die teuerste Studie, die das Gesundheitsministerium seit langem erstellen will. Die Frage, die ich habe, ist, sind Sie als BMFSFJ in die Erstellung dieser Studie mit einbefasst und eingebunden? Und die Frage auch, warum nicht 500.000, warum nicht 6 Millionen? Diese Studie ist ein Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums. Sie wird auch in dortiger Verantwortung und Regie umgesetzt werden, in der Ressortverantwortung des Gesundheitsministeriums. Das ist Teil der Vereinbarung zum Kompromiss um den Paragraph 219a. Wir als Familienministerium sind nicht in die Koordination, Konzeption dieser Studie eingebunden. Ich denke, wir werden im Verlauf uns natürlich dazu äußern. Aber es ist ein Projekt des Gesundheitsministeriums. Ich habe mich schon zu dieser Studie geäußert. Wir halten im Frauenministerium sie nicht für erforderlich, weil wir sehen, dass es auch schon zahlreiche Studien in diesem Fall gibt. Und dennoch ist es aber so, dass eben jedes Ressort in eigener Verantwortung auch eine Studie in Auftrag geben kann. Und das ist ein Projekt des Gesundheitsministeriums, worauf wir uns verständigt haben. Insofern ist die Studie auch dort verortet. Ich habe eine Nachfrage. Auch wenn Sie sagen, das ist in der Verantwortung des Gesundheitsministeriums angesiedelt, ist es natürlich eine Gesamtaufgabe der Bundesregierung, auch einer Studie nachzugehen, wo man Erkenntnisdefizite hat. Es gibt auf der Bundeszentrale gesundheitliche Aufklärung auf der Seite familienplanung.de, die dazugehört, eine Feststellung, die feststellt, dass das Postabortion-Syndrom, um das es hier unter anderem geht, nicht festgestellt werden konnte. Das heißt, auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums oder in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung steht eine Definition, dass ein Syndrom, was hier in einer 5-Millionen-Studie untersucht werden soll, nicht festgestellt werden kann. Diesen Widerspruch würde ich gerne von Ihnen aufgelöst wissen. Die Konzeption der Studie ist ja im Moment noch in Arbeit. Das ist auch eine Frage, die im Gesundheitsministerium natürlich zu beantworten ist. Wir haben Kenntnis davon, dass die Fragen, mit der sich die Studie auseinandersetzen soll, darüber hinausgehen. Und ich denke, dass man anhand der Konzeption der Studie dann das bewerten muss. Das ist ja im Moment noch nicht begonnen. Ich würde aber an dieser Stelle vielleicht die Kollegin Weiß bitten, dazu etwas zu sagen, weil das ja ausschließlich im Ressort auch des Gesundheitsministers verortet ist.